Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo liebe Streaming-Fans, es ist Freitag, der 10. Februar und wir starten gemeinsam mit zwei passenden Serien und einem Film ins Wochenende. Den Anfang machen Reese Witherspoon und Ashton Kutcher mit einer Rom-Com, die uns perfekt auf den bevorstehenden Valentinstag vorbereitet. Debbie und Peter sind beste Freunde und das schon seit Ewigkeiten. Ihre Freundschaft hat zwar mit einem One-Night-Stand angefangen, doch jetzt ist sie rein platonisch. Peter genießt inzwischen sein entspanntes Leben in New York, während Debbie sich als alleinerziehende Mutter in Los Angeles durchschlägt. Um ihr mal eine Pause zu gönnen, schlägt Peter einen Deal vor. Er zieht nach L.A. und passt auf ihren Sohn auf und Debbie kann in Ruhe in New York durchatmen. Gesagt, getan und schon sitzt sie im Big Apple. Hier lernt sie den äußerst charmanten Theo kennen. Und dein Liebesleben jetzt? Ist in etwa wie eine alte Geisterstadt. Zum Anknabbern. Wohin gehen wir? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Krieg ich deine Nummer? Du liebe Zeit. Hier. Er steht voll auf dich. Nein, steht er nicht. Wir beide erzählen uns doch alles, oder? Voll und ganz. Ich habe da jemanden kennengelernt. Kann ich dir was anvertrauen? Aus damit, klar. Die Nacht, die Debbie und ich zusammen verbracht haben, danach musste ich ständig an sie denken. Du musst es ihr sagen. Zu spät dafür. Peter passt es nicht so wirklich, dass da jetzt ein anderer Mann in Debbies Leben ist. Er fängt an zu grübeln, ob nicht doch ein paar mehr Gefühle bei ihm im Spiel sind. Die Rom-Com Your Place or Mine könnt ihr jetzt bei Netflix gucken. Von den Großstädten New York und L.A. geht's jetzt in die Großstadt Frankfurt. Hier haben sich in der ersten Staffel von Deadlines die selbsternannten Goldstein-Girls wiedergefunden. Das sind Lena, Franzi, Joe und Elif. Die vier stellen sich den üblichen Herausforderungen eines Lebens in den 30ern. Also irgendwo zwischen Karriere, Kindern und der Liebe. Für die zweite Staffel treffen sich die vier ausgerechnet auf einer Beerdigung wieder. Das Gefühl, dass alle über uns reden. Na klar reden die über uns. Joe hat die eine Hälfte der Kirche geboomt, ich habe die andere verprügelt. Okay, was habt ihr so getrieben? Ich date wieder. Das ist der Spirit. Das ist doch irgendwie gemein, oder? Deinem Handy ist nichts passiert. Ich bin kein einziger Kratzer. Und du bist Matscha. Papa muss gewickelt werden. Neben all der Wiedersehensfreude gibt es auch nicht so tolle Ereignisse. Marek hat einen folgenschweren Unfall und Lena muss jetzt erstmal lernen, wie man ihn pflegt. Die zweite Staffel von Deadlines könnt ihr ab heute online first in der ZDF-Mediathek finden und streamen. Zum Schluss geht's heute nochmal richtig ländlich zu. Dafür schauen wir in das beschauliche Dorf Chadlington in Oxfordshire, England. Hierher kehrt Großbritanniens bekanntester, aber wohl auch der am wenigsten qualifizierte Landwirt Jeremy Clarkson zurück. Den kennt man eigentlich aus Formaten wie The Grand Tour, aber er ist eben ein vielseitig interessierter Mann mit einer Menge Ideen. Here's my plan. Cows. No. Stop it. I'm being attacked by a cow. Cows might get tuberculosis because of all the badgers. You can't shoot them. Nope. Gas them. Nope. You don't just hit it with a hammer. No, you absolutely do not just hit it with a hammer. My next plan, to a restaurant. You can eat cock. Okay, more chilies. I'm gonna try. Mit seiner bunt zusammengewürfelten Truppe an HelferInnen versucht er, einige Ideen auch umzusetzen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ihr könnt ihn jetzt auf Prime Video in der zweiten Staffel von Clarksons Farm bei seinen Versuchen begleiten. Mit diesen drei Tipps entlassen wir euch ins Wochenende. Wenn ihr auch morgen wieder ein paar Streaming-Tipps braucht, findet ihr unsere Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, landet die neueste Episode auch immer direkt in eurem Feed.
Die heutige Folge hat Felix Wischnewski produziert und Lia Rogge hat die Tipps rausgesucht. Ich bin Michelle Paulina Kolberg und wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.